Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Ebrin ist wieder am Start und zwar mit der nächsten Review, der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal heute um diese kleine Notfalllaterne. Für 35 Euro gerade up to date und kostet gerade statt 39,99 34,99. Die haben wir jetzt hier drin, eine Blackout-Laterne, sage ich mal, mit eingebautem Radio, großer Beleuchtung, Kurbelantrieb, hätte ich jetzt gesagt, Akku. Es ist einfach alles jetzt dabei. Wir schauen mal ganz kurz drauf, was haben wir jetzt hier auf den ersten Blick. Wir sehen schon, hier oben oder hier unten, da leuchtet schon die kleine rote LED und lädt den Akku auf. Das funktioniert deswegen, weil wir an der oberen Seite direkt ein Solarpanel haben. Das heißt, dieses Gerät eignet sich hervorragend im äußersten Stromausfall. Wenn wir nichts anderes zur Verfügung haben, außer ein bisschen Tageslicht, haben wir hier oben ein Solarpanel drauf. Wir können das Ganze als Laterne herumtragen. Wir können es natürlich auch anhängen. Wir haben hinten drin eine Kurbel eingebaut. Die ist dafür da, um Strom zu erzeugen. Das heißt, auch jetzt, wenn nicht genug reinkommt, ihr seht das jetzt, guck mal, da leuchtet das Ganze hell erstmal auf. Wunderbar. Und dann könnt ihr den Akku laden, einmal durch Kurbeln, also durch eure kinetische Energie, einmal durch das Licht. Und dann habt ihr die Möglichkeit, hier oben nochmal die Batterie zu checken. Das heißt, hier sieht man es in 25% Schritten, leuchtet der Spaß grün. Wie voll ist jetzt der Akku an sich? Das ist schon mal echt cool. Dann haben wir natürlich noch eine Taschenlampenfunktion drin oder eine Laternenfunktion. Die Laternenfunktion, wie ihr seht, geht in zwei Helligkeitsstufen. Wenn ich hier gedrückt halte, passiert Folgendes. Ich wollte es vorher noch sagen. Und zwar haben wir einen SOS-Modus. Den vermisse ich hier so ein bisschen, dass der hier nicht unten direkt deklariert wurde. Auf jeden Fall, ihr seht es, dann geht lauter Alarm direkt los. Ich hoffe, die Kopfhörer-User sind jetzt noch direkt dabei. Aber lange gedrückt halten. Achtung, wir machen es nochmal. Das Ding blinkt und es schreit wie die Hölle auf einmal los. Okay, so sieht's also direkt schon mal aus. Ihr habt es gesehen, also ganz normale Taschenlampenfunktion oder wie gesagt, eure Lampenfunktion für Garten oder Haus und Hof ist dabei in zwei Helligkeitsstufen variabel. Wir haben dann hier die Möglichkeit, nochmal in den Megahertz etwas hin und her zu tunen. Allerdings, was ich so ein bisschen festgestellt habe, ist hier folgendes das Problem. Wir haben jetzt hier keine ausziehbare Antenne. Wir haben aber eine große Funktion noch dabei. Wenn wir Strom zur Verfügung haben, können wir natürlich über einen USB-C-Anschluss die kleine intern oder den 10.000 mAh großen Akku aufladen. Und jetzt kommt es, jetzt wird es wild. Deswegen ist ein USB-A auf USB-C-Kabel dabei. Wir können auch Strom entnehmen. Und cool ist es doch, dass einfach hier diese Abdeckung in Form einer Batterie da ist. Guck mal genau hin, hier ist der Pluspol. Ist doch cool gemacht, ein kleines Gadget so nebenbei. Ja. Also aufladen, entladen, somit kann ich also meine anderen Geräte im äußersten Notfall nochmal laden. Ob das jetzt hier über die integrierte Solarzelle so sinnvoll ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Es funktioniert aber auf jeden Fall auch. Und was richtig wild ist, wenn gar nichts anderes geht und ihr nur noch auf Rundbatterien jetzt hier direkt umschalten wollt, weil ihr jetzt einfach nur die Möglichkeit habt, also es ist kein Tageslicht da, ihr habt keine Lust zu kurbeln, warum auch immer, dann könnt ihr hier mit dem Schalter ganz einfach zwischen den AAA-Batterien und zwischen Lithium-Ionen-Akku wählen. Das ist doch mal eine richtig coole Sache, habe ich so auch noch nie gesehen. Das heißt, für den äußersten Notfall, Rundbatterien bekommt man fast überall aus der Fernbedienung vom Fernseher oder vom Ventilator oder von irgendwelchen Fernbedienungen allgemein. Da sind diese Batterien drin, kannst du hin und her switchen, aber ich würde natürlich diese Batterien nicht nehmen, weil kannst du zwar mit Akkus betreiben, aber es ist ja ein sehr großer Akku integriert. Und das heißt, du kannst das Ganze dann umswitchen. Wir gucken mal, was passiert. Ja, Stromkreislauf wurde unterbrochen, das heißt, auch jetzt wird dann zwar Strom erzeugt, der geht anscheinend direkt in den Akku rein, aber du nimmst den Strom nicht mehr aus dem Akku raus. Denn du siehst es, hier passiert dann nichts mehr. Wir gehen nochmal so rum und switchen. Und jetzt geht's. Da siehst du es und wir können jetzt hier auf FM stellen, auf AM und auf WB. Und dann kannst du hier langsam durchswipen. Je nachdem, wie gut der Empfang ist. Schade ist es wirklich, muss ich sagen, dass keine ausziehbare Antenne dabei ist. Das ist wirklich schade. So, wir versuchen mal, wie gut die Radiofunktion jetzt so ist. Ja. Funktioniert gut. Musst du ganz fein durchswipen. Funktioniert auch. Also die Radiofunktion ist besser als gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hört euch das mal an. Ohne großes Rauschen kann ich das Ding hinstellen. Und wir sehen, wenn das Lämpchen grün leuchtet, haben wir Empfang. Und ansonsten... Nee, es leuchtet immer grün. Ist ja auch witzig. Achso, es geht darum, dass es rot leuchtet, wenn wir hier natürlich den Akku laden. Und klar, grün leuchtet es, wenn angestellt. Das heißt,
Selbst wenn du ganz, ganz minimale Lautstärke hast und das leuchtet hier grün, dann ist irgendwas nicht in Ordnung, dann zieht er irgendwo Strom. Stimmt, hier oben können wir dann nochmal drauf drücken, wenn wir das Ganze so sehen wollen. Hier oben drücken wir dann einmal drauf, um den Akkustand direkt zu checken. Also ich finde es rundum gelungenes Paket. Das kann man sich, wie gesagt, für unter 40 Euro an der Stelle zulegen. Wir können da Handys mit aufladen, Tablets mit aufladen, natürlich nur im kleinen Maße. Das sollte man jetzt nicht vergessen. Der SOS-Button, der hätte gerne nochmal beschriftet sein können. Man sieht ja hier nur die Glühlampe. Also das ist ganz einfach, dass man das hier erkennt, klar. Und witzig ist, dass wir Flashing, ist klar, wenn ich gedrückt halte, dann flasht es ja auch, dann blitzt es ja auch, aber gut, da werde ich auch nicht glücklich, weil der Lautsprecher unendlich viel Krach macht. Wir haben auf jeden Fall FM, AM und VB, Emergency Radio, wir haben die SOS-Sirene drin, wir haben die drei Lichtmodi, klar, wir haben einmal den normalen Lichtmodus, den gedimmten Lichtmodus, der hält dann eine Ewigkeit, oder lange gedrückt halten für die Alarmfunktion. 10.000 mAh groß ist die Powerbank da drin, oder allgemein, da können wir die Ewigkeit mit leuchten. Wir haben mehrere Aufladeoptionen, das heißt, wir haben einmal die Batterie, wir haben einmal jetzt hier hinten das USB-C-Kabel. Wir haben an der oberen Seite die Solarmöglichkeit. An der hinteren Seite haben wir aber auch noch die Möglichkeit, hier zu kurbeln. Und irgendwie funktioniert es immer, dass du ein bisschen an Strom rankommst. Das finde ich echt genial. Das ist wirklich sehr, sehr gut durchdacht. Und man sieht es jetzt hier schon. Du kannst es als Schlaflicht, als Campinglicht nutzen oder als Leselicht, je nachdem. IPX3, sie ist wasserdicht. Aber wie gesagt, lass sie halt nicht zu lange draußen stehen. Ich würde sie so rum niemals stehen lassen, denn von unten tritt dann auf jeden Fall Wasser ein. Wenn sie so steht, kann das Regenwasser von oben nach unten direkt jetzt hier weiter dran vorbei. Ja, leuchten, hätte ich jetzt was gesagt. Warum leuchten? Ich gucke auf das Leuchtenbild. Nein, das Regenwasser fällt ja runter und dann kann auch nichts passieren. So, hier hört ihr es. Ein- und ausschalten. Sehr, sehr cool. Kriegst du auf jeden Fall fast jeden Radiosender mit rein. Muss bloß Geduld haben. Also sozusagen muss man echt alles zusammenfassen, zu sagen, das ist die ideale Outdoor-Garten-Blackout-Laterne. Das finde ich wirklich ziemlich cool, die kannst du dir in deinen Garten stellen. Du hast halt fast immer Strom, wenn hier oben ein bisschen Sonnenenergie draufkommt, dann geht dir der Strom so gut wie nie aus. Ja, du kannst darüber alles Mögliche betreiben, du kannst darüber Radio hören, du hast abends dein Licht, das finde ich halt mega cool. Wie hell das Licht an ist, das gucken wir uns direkt im Dunkeln nochmal an. Du kannst sie selbst hier oben aufhängen und hast ansonsten keine großen Probleme. Ist zwar aus Hartplastik alles gefertigt, aber gut. Solange sie euch nicht aus 1-2 Metern Entfernung runterfällt, ja, dürfte damit auch nichts passieren. Also ich sag mal so, wenn du sie die ganze Zeit im Sonnenlicht oben lässt, dann wird wahrscheinlich das Plastik hier irgendwann so ein bisschen ausgilben oder heller werden. Aber das ist ja ganz normal, weil dafür ist das Plastik ja auch nicht auf Dauer gemacht. Also ich muss sagen, sie hat definitiv eine Daseinsberechtigung. Mir gefällt sie sehr gut. Leuchtet, macht Krach und hat Solar mit drin. Also besser geht's an der Stelle eigentlich gar nicht. Dann bin ich an der Stelle fast raus und wir gucken uns das Ganze jetzt natürlich nochmal im Dunkeln an, wie hell die Lampe so an sich erstmal leuchtet. Und ach so, das Wichtigste hätte ich ja fast vergessen. Den Ladetest müssen wir ja nochmal machen. So, Ladetest ganz schnell und einfach. Wir nehmen ein USB-C-Kabel, gehen hier oben mal rein und wollen mal gucken, mit wie viel laden wir denn das Ding eigentlich so auf maximal. Und das ist schon mal sehr erfreulich. Wir sind bei 1,7, 1,8, ja fast 1,8 Ampere. Das heißt, bei einem 10.000 mAh großen Akku kommst du da eine ganze Weile mit hin. Und guck mal, das swiped ja immer mal hoch auf 1,8, 1,9. Das reicht also völlig aus. Da haben wir natürlich nur die ganz normalen 5 Volt, die da anliegen. Und so probieren wir es jetzt auch mal aus. Wenn wir natürlich jetzt hier im äußersten Notfall ein Telefon laden wollen, das machen wir jetzt direkt mal hier, drücken wir das hier mal rein, Ladefunktion aktiviert, 31%, da geht die Spannung ein bisschen runter, wie wir jetzt hier so sehen, aber wir laden trotz alledem noch raus, wir machen mal dann Display aus, was passiert, 200 mA nur, das ist natürlich wirklich wenig, das wäre ja wirklich wenig, aber tatsächlich, guck dir, ja gut, dass wir das mal ausprobiert haben, ach du, Die USB-A-Dose ist ja fast nicht zu gebrauchen. Warte mal, wir machen mal das Licht einfach mal aus. Ob das irgendwas bringt? Oh nee, das bringt auch nichts. Was ist denn da los? Wir machen mal einen Test und zwar nehme ich jetzt hier einfach mal eine Powerbank, worüber wir ja auch laden können, um einfach mal zu sehen, wie viel Strom da reinfließt. Kann ja nicht sein, dass das so wenig ist, oder? 0,1, ja doch. Oh, geht höher auf 0,4 Ampere, 0,5 Ampere. Das sind 2,5 Watt. Das ist nicht sonderlich viel, aber du könntest zur größten Not über USB-A, ja, notfalls kannst du ein bisschen Strom rausholen, ja? Das ist ja gar nichts. 2,5 Watt, krass, hätte ich nicht gedacht, dass es so wenig ist. Da hätte ich mir jetzt wirklich ein bisschen mehr erhofft oder versprochen.
So, damit wir alles ausprobiert haben und es liegt nachher nicht am Ladekabel, nehme ich selbstverständlich auch nochmal in Kauf, ein zweites Ladekabel zu benutzen. Einfach mal, um die Kürze der Würze rauszuprobieren. Aber auch da passiert nichts. Mein Hund schnarcht sich im Hintergrund einen ab. Na doch, ein bisschen. 0,66 Ampere Spitze. Das ist auch nicht viel. Das entspricht gerade mal 3 Watt, wie man es jetzt hier so sieht. Also 3 Watt ist in Ordnung, ja, kann man mit leben. Aber ich sag mal, 5 Watt wäre schon das Mindeste eigentlich gewesen, wo ich jetzt drauf getippt hätte. Das funktioniert nicht. Cool ist es, das Ding ist günstig, hat einen großen Akku drin. Und ihr habt, wie gesagt, Solar, Kurbel, Radio. Ihr habt eigentlich alles drin, was man braucht, ohne SOS-Funktion. Wer damit jetzt x-mal sein Telefon auflädt, ja gut, dann geht lieber an eine andere Powerbank. Da seid ihr auf jeden Fall besser beholfen. Aber es funktioniert auf jeden Fall. So viel sei dazu erstmal gesagt. Dann bin ich jetzt aber erstmal raus. Ihr habt gesehen, 35 Euro kostet die jetzt gerade, die Laterne. Macht auf jeden Fall ein gutes Bild. Und wir gucken uns jetzt halt nochmal dran an, wie die Bilder aussehen, wenn sie leuchtet im Dunkeln. So, um mal zu signalisieren, jetzt ist es hier relativ dunkel drin, wie gut die Blackout-Laterne hier Licht macht, drücken wir einfach mal drauf und sehen schon, oh ja, doch, das Ding kann eigentlich doch schon ziemlich gut Licht machen. Das heißt, das ist ja schon gleich die hellste Stufe. Schade, dass es nicht in der dunkelsten Stufe an der Stelle startet, aber ist auf jeden Fall zu ertragen. Und wenn ihr jetzt hier euren Weg ausleuchten wollt, dann seht ihr, wenn ich das Ganze hier so einmal von rechts nach links so direkt erstmal so schön ausleuchten möchte, dann ist das auf jeden Fall kein großes Problem. Finde ich auf jeden Fall schon mal ziemlich praktisch und man sieht es, man kann wirklich gut damit arbeiten. Nicht nur als Blackout-Radio verfügbar, sondern auch als Blackout-Lampe. Wenn wir die jetzt wieder runterfahren, ja, dann fängt es jetzt hier an zu flackern. Mal sehen, ob man das hinterher im Video auch sieht. Ist auf jeden Fall mit dem Auge nicht sichtbar, das nimmt nur die Kamera so wahr. Ja, wir gucken mal, so sieht es halt aus, wenn es komplett dunkel ist. So ist es halt die hellste Stufe. Und so ist es halt in der ja, mittleren oder in der dunkelsten Stufe. Ja, ich bin auf jeden Fall mehr als zufrieden. Das Ding ist auf jeden Fall universell einsatzbereit und macht definitiv Spaß auf mehr. Dann bin ich jetzt aber raus, bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen.